Die nächste Runde Daylight. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Daylight von den Zombie Studios. Ein Indie-Titel, würde ich mal behaupten. Ein bisschen Slender-Prinzip, nur ziemlich aufgebauscht, aber uns springt immer wieder was vor die Linse und wir sollen erschrecken. Das ist so das Prinzip des Ganzen. Natürlich, wie ist es? Genau, das habe ich, wollte ich auch schon die ganze Zeit sagen. Ja, also, das Prinzip funktioniert natürlich relativ gut. Ja, ich bin schon ein paar Mal hier in den Sessel gedrückt worden, beziehungsweise ich habe was anderes sonst wohin gedrückt. Ihr wisst schon, was ich meine, nehme ich an. Und ich gehe davon aus, dass hier in dieser Kanalisation nun auch nicht irgendwie der Troll mit dem Goldtopf auf uns wartet oder die Turtles, sondern unsere geliebte Elsbeth. Freiheit. Man lernt sie erst zu schätzen, wenn sie einem genommen wurde. Und jetzt, wo ich sie wieder habe, denke ich darüber nach, wie schön doch meine kleine Zelle oben war. Ein paar Stunden, ein wenig Gestank. Und dann hätte ich nur noch zum Festland schwimmen müssen. Aber es klappt nicht. Ich folge der Strömung, aber sie führt nirgendwo hin. Sie fließt in sich selbst. Wie ist das überhaupt möglich? Ja. Okay. Hosenscheißerzeit, Leute. Okay, wir orientieren uns mal links. Denn ob ich mir nun links, rechts oder geradeaus die Hosen voll kacke, ist eigentlich relativ egal. Aber letztendlich muss ich wahrscheinlich sowieso überall mal hin. Unsere Lieblingsmusik. Vision. Okay. Altbekannter Trick. Ich drehe mich um und was Komisches passiert. Achtung. Nee, erstmal passiert noch nichts Komisches. Aber es passiert gleich was Komisches. Also nur weil ich nicht geschrien habe wie ein kleines Mädchen. Wir haben sie alle mit unserem Zorn gestraft. Also ich, also es ist die Frau, die wir steuern, diese namenlose, vielleicht Patientin 13. Okay, der Schocker war nun wirklich auch vorhersehbar. Ja, ich weiß, ich mache ziemlich einen auf cool. Ich sollte nicht so einen auf dicke Hose machen, denn das Einzige, was bei mir in der Hose dick hinten drin ist, ist der Kackstift, der rauskommt. Entschuldigung, ich möchte eigentlich nicht so vulgär sein. Aber irgendwie muss ich ja meine Nervosität kaschieren, Leute. Also habt Nachsicht mit mir. So, okay, also hier ist das Portal. Uns fehlt aber noch der Schlüssel. Und zum Schlüssel fehlt uns noch... Erstens wissen wir nicht, wo der Schlüssel ist. Und zweitens fehlen uns noch die Relikte dafür. So, wir haben wieder so eine komische Fackel, so ein Bengalo gekriegt. Die Bedrohung ist auch noch relativ niedrig, da wir bisher nur ein Relikt gefunden haben. Aber wir waren ja bei weitem noch nicht überall. Hier kommen wir her. Hier gehen wir zurück. Genau, so. Und nun entscheide ich mich. Genau, wir kamen von hier. Also gehe ich nach rechts mit euch gemeinsam. So, und wieder ein Leuchtstab gefunden. Ich stelle hier nebenbei gerade mal hier mein Timer ein. Damit wir nicht wieder allzu kurz sind. Ich glaube, das letzte Let's Play, also die letzte Folge, die Folge 4, hat irgendwie 13, 14 Minuten gedauert. Ich denke mal mindestens 15, beziehungsweise so um die 20 sollte es eigentlich gehen. Ja, verzeiht mir. Datum: 24. März 1940. Mitarbeiter: Rob Sandoval. Spreche ich jetzt einfach mal so aus. Rob Sandoval, ich könnte auch Rob Sandoval sagen. Gewartet. Stromversorgung im zweiten Stock.
nicht gewartet. Während der Reparatur eines Waschbeckens im zweiten Stock begannen die Lichter auf dem gesamten Stockwerk zu flackern, bis sie ausfielen. Die Schutzschalter schienen in Ordnung zu sein. Kurz danach gingen die Lichter von selbst wieder an. Musste die alten Wartungsberichte durchgehen und sehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Alrighty then. Hallo? Nichts drin, ne? Es ist leer, da steht's ja auch. Okay, ich kam von hier. Nee. Doch, doch. Bin ich denn hier rechts? Oder, okay. So schnell geht's, um mich durcheinander zu machen, Leute. Seht ihr? Ich hab schon keinen Plan mehr. Oh, hier kommt jemand. Achtung! Ja, war voll verarscht. Ich hab hier die Schritte auch gehört. Rexby, hab ich es. Elsbeth, wenn du dich hier irgendwie, ne, hier einen auf Haha, auf verarscht machen willst, entweder du kommst wie ein gescheiter Geist und machst mich fertig und erschrickst mich ordentlich, aber hier diese Dinger da, diese paar Schritte und dann nicht da sein, nee, das ist uncool. Datum, 24. Juni 1913, betrefft Sicherheitsrisiken auf dem Dock. Wie allgemein bekannt ist, bringen wir alle Vorräte und Insassen über die Docks nach Mid Island. Als Teil unseres regelmäßigen Rundgangs in dem Gebiet überprüfen wir auch die alten Abwassertunnel. In letzter Zeit stellen wir jedoch fest, dass das Schloss immer wieder aufgebrochen wurde. Damit meine ich nicht, jemand kommt und sperrt es auf. Ich habe darüber bereits mit dem Wartungsteam gesprochen. Ich meine, jemand kommt und prügelt wie verrückt drauf ein. Es gab seit Monaten keinen Fluchtversuch. Ich weiß also nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber die kommen mir besser nicht in die Quere. Ich muss mich jetzt gerade fragen, ob ich Raps richtig angestellt habe. Also ja, ich nehme auf, aber... Ich glaube, dann nimmt das Mikro auch auf und eigentlich mache ich das immer über Outer City. Leute, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Bleibt dran. Und hier sind wir wieder. Alles cool, es hätte... ja, ich hätte nicht nachgucken müssen. Ich habe es natürlich alles eingestellt. Ganz Profi, wie ich bin, hat es alles gepasst. Aber ganz unprofi, unprofessionell, wie ich bin, wusste ich es nicht mehr. Musste nachschauen. Man, verzeih mir. Verzeiht mir. Elsbeth, verzeih mir. Und bitte falle mir nicht in den Rücken, beziehungsweise bitte lauf mir nicht in den Rücken und mache komische Geräusche. Und wenn ich mich umdrehe, brauchst du auch gar nicht komisch gucken, was du sonst immer so ganz gern tust. Wir können auch Kaffee trinken und darüber reden. Herzliche Einladung. Wir können uns gern zu Markus Lanz in die Talkshow setzen. Oder zu Brit. Aber die gibt es ja leider nicht mehr. Aber vielleicht ja bald wieder. Datum 29. März 1940. Mitarbeiter Rob Sandoval. Oder Rob Sandoval. Gewartet. Gefangen. Ich stecke seit 2 Tagen in der Kanalisation fest. Ich habe Wasser aus den undichten Rohren getrunken, aber ich glaube, ich fühle mich jetzt noch schlechter. Der Aufbau dieses Ortes ergibt keinen Sinn und jedes Mal, wenn ich denke, ich kann das Meer riechen, ende ich in einer Sackgasse. Aber Hilfe ist bestimmt schon unterwegs. Oh, Elsbeth. Guten Tag, Elsbeth. Und tschüss. Ja, klar, die Bedrohung, obwohl es hier, man sieht es wieder unten rechts, es ist eben noch gar nicht irgendwie halb voll da unten, aber wir haben eben schon 4 Relikte von 6 und eigentlich ist ja die Bedrohung doch relativ hoch. Komme ich hierher oder? Ja, hier war ich. Ich muss nochmal nachgucken, hier war ich nämlich noch nicht, seht ihr? Hier gibt es nämlich, also hier gibt es erstmal vielleicht wieder eine Fackel, wenn ich Glück habe. Ja, eine Signalfackel und ein Relikt. Und eine Elsbeth hinter uns. Die Wochen nach dem Unfall waren eine echte Herausforderung für mich. Diese Tunnel wurden vor dem Krieg renoviert und vergrößert, für den Fall, dass man sich vor feindlichen Bombenangriffen schützen musste. Doch stattdessen hat man ein Auffangbecken für die Leichen geschaffen. Wenn der Wasserpegel hoch genug steigt, kann einem der Rückfluss in das Abwassersystem ganz schön zu schaffen machen. Und im Moment kostet es nicht meine ganze Kraft, mich nicht zu übergeben, wenn mir diese Mischung aus lauem Salzwasser und dem abscheulich süßlichen Geruch der faulenden Leichen in die Nasen steigt. Sie sind hier und wir werden sie finden, aber
Ich hasse diesen Ort. Es ist fast, als ob alles hier schneller verwest. Ich weiß nicht, wo ich bin. Vielleicht sollten wir mal die Elsbeth fragen. Vielleicht weiß die, wo wir lang müssen. Jetzt erstmal hier reingucken. Elsbeth ist um die Ecke. Und sie möchte keinen Kaffee trinken, sondern uns... Guck mal, hier qualmt sie hinter uns. Habt ihr das gesehen? Das Smartphone ist immer noch ein wenig am Spacken. Aber es hört sich so an, als wäre sie nicht mehr da. Ich mach mal einen Bengalo an und dreh mich mal um. Seid ihr bereit? Okay. Ich glaube, wir waren in ihr. Wir waren in Elsbeth anscheinend. Ein Bug eines Indie-Games. Mann, verzeihe es ihm. Und wieder eine Signalfalle gefunden. Das ist cool. Oh mein Gott, what was that sound? Ja, was war das für... Okay. Immer diese komischen Geräusche da. Ah, hier ist das. Hier ist der Schlüssel. Ah, das vorhin war das, wo wir dann zurück müssen, wenn wir alle Relikte gefunden haben. So, Elsbeth, mach hier jetzt mal nicht so irgendwie so ein Geschiss. Lass uns mal hier in Ruhe nach dem letzten Relikt schauen. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich darf nicht so viel übersehen. Die komischen Kisten an der Wand. War ich hier schon? Ja, aber hier, war ich hier schon? Leute, war ich hier schon? Sieht so aus, ha? Aber wo ich wohl noch nicht war... War, ach gut, hier geht's nicht weiter. Aber wenn ich jetzt hier immer geradeaus gehe, ich glaube, ich kann da vorne noch geradeaus, wenn ich das richtig sehe. Ich traue mich nicht, mein Smartphone irgendwie vor meine Augen zu halten. Hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Hier geht es nicht weiter. Okay, Leute, wir müssen das letzte Relikt finden. Auf geht's. Ich bin zuversichtlich, dass wir das noch gleich hinkriegen. Vielleicht bitte? Hallo? Okay. Nur ich muss halt überall auch nochmal vielleicht reingucken zumindest, also in die Ecken. Auch wenn wir da schon gewesen sind, es könnte ja sein, dass ich was übersehen habe. Jetzt wird es halt ein bisschen vom... Hier zum Beispiel. Wir haben zu viele Leuchtstäbe. Jetzt gleich dann rechts, okay. Also wir gehen jetzt mal hier lang. Ich mache jetzt mal... Da, diese Kisten kann ich ja öffnen. Habe ich aber bisher nie gemacht. Oder laufe ich zu oft dran vorbei. Hier kommen wir wieder zurück. Wie es scheint. Aber hier habe ich auch das Ding nicht aufgemacht. Fein. Wir haben fast ein Jahr an diesem verdammten Tunnel gearbeitet, aber der letzte Monat war besonders hart. Ich bin dankbar für die Nachten, die regelmäßig per Boot eintrafen, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber die meisten von ihnen sind zu schwach für diese Arbeit. Die Idioten lieben es, zu plappern und Gerüchte zu verbreiten. Geschichten, die wir uns als Kinder erzählt hätten, aber es gibt hier verdammt nochmal keinen schwarzen Mann. Nur ein paar faule Säcke, die Gratisverpflegung suchen. Wenn die unser Land aufbauen sollen, dann wird es Zeit weiterzuziehen. Bei Gott, den Nächsten, der sich darüber beschwert, wie dunkel es hier ist, ertränke ich persönlich. Okay, wir haben alle 6 Relikte gefunden. Jetzt muss ich doch mal die Map herholen. So... Also immer da... Oh, da ist sie. Leute, da ist sie. Seht ihr sie? Da ist sie. Und weg ist sie.
Also immer irgendwie hier hoch. Hier hoch? Ja, hier hoch. Da kann ich jetzt auch rennen. Ich bin ja bewaffnet. Jetzt hier lang? Hm. Hier lang? Verdammt, Leute, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Kann das sein? Hier hoch, ja? Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jawohl, ja. What the? So, wir ziehen mal wieder Elsbeths Zorn auf uns. Please tell me it isn't true. It can't be. They never forgave those who persecuted them so. 400 years of rage, Sarah. 400 years of rage. Okay, einfach mal kurz weggeguckt. Ich meine, das ist schon ziemlich fies, was wir denn machen. Wir ignorieren diese Elsbeth dauernd. Ich meine, vielleicht, wenn wir sie einfach mal lieb angucken würden, vielleicht würde sie echt sagen, hey, up, oder in dem Fall Frau, wir spielen ja eine Frau, lasst uns Badminton spielen gehen. Ja, ich weiß, ich schaue ein bisschen gruselig aus, aber hey, ich bin eigentlich ganz cool. Es fühlt sich komisch an, in ein Tagebuch zu schreiben, aber einer der neuen Ärzte hat es allen Wärtern empfohlen, um mit der hohen Belastung fertig zu werden. Hört sich bestimmt bescheuert an, aber Mercer dachte, es wäre eine gute Idee. Das Schwerste dabei ist, einen Ort zu finden, wo ich schreiben kann. Ich habe es im Pausenraum versucht, aber die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Und zu Hause macht sich meine Familie über mich lustig. Ich dachte also, Mercer würde es nicht stören, wenn ich in die Tunnel steige, um ein bisschen Frieden und Stille zu bekommen. Einige der Leute beschweren sich über den Geruch, aber ich muss zugeben, ich finde es ziemlich friedlich. Es ist schön, ein wenig von den ganzen Schreien wegzukommen. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, immer diese, also wenn ich mir so eine Irrenanstalt, ich möchte es eigentlich gar nicht so nennen, so eine Nervenheilanstalt von früher vorstelle, wie ich sie auch aus den Filmen kenne, sag ich mal, dann, wo dauernd geschrien wird in jeder Ecke, die Leute wirken wirklich ultra verwirrt und sehr gruselig alle und wirklich ziemlich kaputt. Oh je, das stelle ich mir äußerst belastend vor. Aber extrem. Also ich könnte den Job wahrscheinlich auch heute, jetzt wo die ganze Medizin viel weiter ist, wahrscheinlich könnte ich das heute auch nicht. Ja, Elsbeth, du bist hier, wir merken das. Ach, komm, wieder wegkommen. Alrighty then. Wo müssen wir hin? Okay, hier geradeaus, dann direkt rechts, links, rechts. Irgendwie so. Ja, wir werden das Kind schon schaukeln. Also hier. Dann ganz, ganz runter. Also die letztmögliche links. Die letztmögliche ist nicht die hier, sondern... Ja, ich würde ja wieder rennen, Leute, ne? Aber ich habe Angst, dass ich diese Elsbeth direkt in die Fresse laufe. Hier links. Aber ich mache natürlich am Schluss wieder den übelsten Gewaltjump, die letzten Meter zum Portal hin. Elsbeth, hallo? Hier und... geschafft. Sometimes we build too many walls and not enough bridges. But these walls allowed for more delicate work. Work without interruption, focused and precise.
Ja, ich glaube schon, dass diese Mauern seine Experimente geschützt haben. Also, wir haben ja schon mitgekriegt, dass einiges auch an die Öffentlichkeit wohl geraten ist zwischenzeitlich. Aber solche Mauern und vor allem auch diese Orte, die ermöglichen schon auch Dinge zu tun, die dann tatsächlich auch keiner mitbekommt. Je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behalten wollten, es zu Trinkwasser oder ähnlichem machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal, des einen Pech ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mercer es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Ob wir dieses Büro gleich finden werden? Ich glaube ja schon. Es scheint nicht zu funktionieren. Aber wir können es wahrscheinlich... Oh Leute, was ist denn... Was ist denn jetzt los? Es ruckelt hier gerade mal ganz schön. Jetzt geht's wieder. Okay, Elsbeth scheint wieder hier ein bisschen Mini-Playback-Show zu spielen. Oder Deutschland sucht einen Superstar. Und mit diesem Gejaule, fürchte ich, kommen sie nicht sonderlich weit. Mercer hat mir gesagt, ich könne nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gäbe zu viel Arbeit für mich und ich könne nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch. Hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendetwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Vielleicht ist er das. Given time, one can conceive the unconceivable. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Naja, jetzt fangen wir. Oh mein Gott. Okay. Spinnenweben. Wow. Achtung! Nix. Ich habe es irgendwie ein bisschen gedacht, da kommt vielleicht etwas auf uns zu. Etwas Großes. Etwas Altes. Etwas Elsbeth-mäßiges. Aber nein. Okay. Hier gibt's viel Information für uns. Fangen wir an. Datum. 13. Oktober 1932. Mitarbeiter Adam Peterson. Gewartet, Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Okay, das hätte ich mir jetzt vielleicht merken sollen. Ich habe nämlich eigentlich, wie ich es gelesen habe, auch direkt wieder vergessen, was denn genau nötig ist, damit das mit der Brücke funktioniert. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief, aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren
Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben, für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 1313 1313. Patientin 13. Immer 13, 13, 13, 13. Gut, auch mit einer 1 zwischendrin. Oder einer 31 quasi. Oje. Oje. Ja, dem Typ ist irgendwas ganz Heftiges da unten wohl passiert. Ja, da geht's immer noch weiter hier. 13, 13 in Klammern sogar. Auch nicht schlecht. Oje, meine. Okay, hier ist ein Schalter. Ich werde hier mal diesen Brief noch lesen, bevor ich den Schalter betätige. Doc. Ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patientin 13 wurden zerstört und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen, in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie vom alten Heizofen unten in den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Ja, Patientin 13. Okay, wir haben jetzt diesen Hebel betätigt. Putting the pieces together, discovering how they fit. Ja, Dr. Mercer oder wer auch immer du bist, mach hier mal keine Wellen. Ich war hier drin, ne? Ich bin hier reingegangen, oder? Ja, bin ich. Wir sind hier reingegangen und jetzt geht's. How they connect. Boah, Leute. Was passiert hier? Ach, da kommt was. Die Brücke kommt. Hallo, Brücke. Ja, lass mich mal rüber. Quiet. So quiet. I wanted all I ever needed. Scheint echt ein bekloppter Typ zu sein, der hier die ganze Zeit zu uns spricht. Leute, habt ihr mal drauf geachtet, ob gespeichert wurde? Ich nämlich nicht. Aber ich müsste langsam mal hier zum Ende kommen. Bisschen was. Hallo? Ach, schau mal hier. Die Tür aufgegangen. Auch nicht schlecht. Hallöchen, Freiheit. Hallöchen. Just how fit are you, Sarah? Going to try to swim for it. You're a healthy little thing. I mean, you can make it yourself close. Ja. Wir sind fast da. Sagt zumindest die Stimme in unserem Kopf. Beziehungsweise eventuell Dr. Mercer. Oder sind wir eigentlich gar keine Frau, sondern sind wir Dr. Mercer? Und die Stimme in unserem Kopf ist diese weibliche Stimme? Wohl eher nicht. Also man kann fantasieren, wie man will, aber man braucht es nicht übertreiben. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Das war Teil 5 oder so. Und wir sehen uns morgen wieder oder wann ihr es immer entscheidet. Ich hoffe, es gefällt euch. Gefällt es euch? Bitte abonnieren, bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, einen Kommentar, whatever. Ich freue mich über jedes coole, konstruktive Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Quinos und schaut in die Ecken. Es könnte Elsbeth auf dem Kaffeekränzchen vorbeischauen. Tschüss.